Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu dem weiteren Stream zu Zero Sievert. Ich habe jetzt auch mal, seit ich den letzten Stream jetzt mal so ein bisschen mir nochmal angeguckt habe, gesehen, dass ich zum einen ein paar Sachen überdeckt habe mit dem Avatar, darunter meine Munition. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut angepasst. Ich gucke sicherheitshalber jetzt nochmal über OBS. Ich pack mich nochmal ein kleines bisschen nach links. So, dann seht ihr hier nämlich auch diesmal meine Munition. Ja. Heutiges Ziel, nicht so oft sterben. Letztes Mal habe ich ja schon fast einen Weltrekord aufgestellt im Sterben. Ja. Dafür haben wir leider noch nicht so viel Munition. Wir haben letztes Mal eine Sniper freigeschaltet. Haben es geschafft, mal ein paar Missionen abzuschließen, auch mal Leute umzunieten. Aber auf gut Deutsch geht es uns immer noch dreckig. Und wir haben eine Storage Box craften können. Also zumindest haben wir ein größeres Lager. Was ist das heutige Ziel? Auf jeden Fall eine Küche und so ein Ammo-Ding zu basteln. Also hier, das hier. Das ist auf jeden Fall eine Mission für heute. Damit wir endlich Munition craften können. Das wird wichtig. Und halt hier die Küche, damit ich mir besseres Essen hier machen kann. Darunter auch gekochtes Fleisch. Wie ihr seht, wir haben was vor uns. Moin, Weißkopf. Hoffentlich sterben wir heute nicht so oft wie beim letzten Mal. Ich kann mir hier den Bohrer auch mal auf die Liste setzen. Können wir ja machen, wenn wir es finden. Ich würde eigentlich, ehrlich gesagt, die Sniper eventuell hier lassen, weil wir nicht so viel Munition für die haben. Und die schon sehr kostbar ist. Deswegen, die bleibt mal hier. Wir haben nur 7 Munition, beziehungsweise 12, wenn wir die 5 mitrechnen, die schon drin sind. Ich habe mein Chatfenster jetzt auch ein bisschen besser angepasst. Das heißt, mir hängt es nicht mehr im Bild. Zumindest haben wir jetzt wieder eine Schrotflinte. Damit können wir zumindest, wenn sie zu nahe kommen, kämpfen. So, und jetzt muss ich mal eben kurz die Mission gucken, was wir überhaupt haben. Okay, Leiter und Zippos finden. Auch noch ein paar Zigarillos. Scrap-Material brauchen wir, einen Propantank. Auch noch mal einen Drill. Das heißt, ich brauche 2. Wir müssen eine Sägemühle finden, wo der ich mich erinnere. Der Text sagt, es ist irgendwo. Das heißt, wir müssen es irgendwie finden. Wir haben keine Ortsangabe. Halt einfach nur Forest. Und wir sollen den alten Mann töten. Für diese grünen Typen. Ja, bin ich gleich. So. Wir haben ein bisschen Geld seit dem letzten Mal. Was Trinken angeht, kaufe ich auf jeden Fall alles auf. Die Zigaretten lasse ich dem mal, weil die schon verdammt teuer sind. Den Wodka kaufe ich auch, weil man den für eins der Crafting-Dinger braucht. Also ich habe jetzt das Chatfenster so angepasst, dass es mir so wenig wie möglich im Bild hängt. Aber immer noch gut sichtbar für mich ist. Warte mal. Food. So. Einmal das kräften, das kräften. Vom Sound her müsste jetzt übrigens auch alles stimmen. Da habe ich auch noch mal reingeguckt. Ich würde sagen, 2 Wasserflaschen reichen. Und damit das ein bisschen geordneter ist, sage ich mal, bei Kiste Nummer 3 kommt alles rein, was mit Waffen zu tun hat. Einmal damit ein bisschen Ordnung ist. Halt Ausrüstung. Hier bei der 2 tue ich jetzt alles rein, was mit Essen zu tun hat. Wie gesagt, wir versuchen mal ein bisschen Ordnung zu schaffen. Crafting-Material kann ich einfach random reinschmeißen, weil das wird sowieso aus dem Inventar gezogen. Also da muss ich keine Ordnung haben. Ich muss es auch nicht bei mir tragen. Ich gucke gerade nur, ob da was sich zwischengemogelt hat. Nope. Hier sind wir gut gewappnet. Die Milch nehme ich auch mit, weil die recht gut für alles ist.
So, ich habe gehört, wir gehen jetzt in den Dungeon, wir sterben und dann lachen wir, weil ich sterbe. Naja, was heißt Dungeon, ne? Ich gehe in die Welt hinaus. In den Forest. Ach, wenn ich Steuerung halte, dann werden die Inseln drüber gepackt. Schön, dass ich den Tipp jetzt mal sehe. Dann muss ich gleich mal ausprobieren. Ich schmeiß einfach mal irgendwas auf den Boden. Ja, so, das wird so instant drüber gepackt. Toll, das hätte ich gern früher gewusst. Aber schön, dass der Tipp jetzt da war. Ah, guck mal, für die Sägemine. Nee, für den Lost Convoy. Und hier ist wahrscheinlich Sägemine. Nee, Old Man. Okay, für die beiden habe ich eine Ortsangabe. Ich will eh darüber. Das heißt, da brauchen wir einen Marker, da brauchen wir einen und da brauchen wir einen. Eventuell mache ich nur eine Mission. Dieses eine kleine Dorf, das ist absoluter Mist. Das und das kann ich alles gebrauchen. Schön, dass ich jetzt endlich weiß, wie ich das Insel drüber packe. Das hätte ich gern gestern gewusst. Die Schroflinte nehmen wir nur, wenn sie zu nahe kommen. Weil die Schroflinte deutlich mehr Power hat als meine andere Waffe. So, die tragen keine Rüstung, die kann ich umnieten. Ein Messer und Löffel, die brauche ich für die Küche. Den Schraubenschlüssel, der riecht nichts, den können wir mitnehmen. Haben die nicht mitbekommen? Die sind tot. Also der eine zumindest. Den brauchen wir nicht. Das brauche ich. Das wird gebraucht. Und das kann ich trinken. Ah, nee, das Ding hier war gemeint. Okay. Der ist tot. Okay, ich hoffe, das war der letzte. Nein, da ist noch einer. Schnell in Deckung gehen und uns heilen. Ich hoffe, der kommt näher. Ja, sind Wölfe. Verdammt. Hätte ja klappen können. Das zählt nicht für die Mission, wenn ich sterbe. Das heißt, ich muss dann noch mal hin. Aber ich weiß ja jetzt, dass das Teil mit der Sägemühle gemeint ist. Den kann ich töten. Ich hoffe, der war allein. Nein, war nicht. Tot. Okay, ich hoffe, das war der letzte. Ah, ein bisschen Munition. Die Mosin lasse ich mal liegen. Ich nehme mir erstmal nur die Munition von dem mit. Das hat schon gut Schaden gemacht. Aber schön, dass ich mittlerweile wenigstens gegen Menschen ankomme. Ein Schuss aus der Nähe mit der Schaufel hat einen umgebracht.
Oh. Das war der Konvoi, ne? Die Banditen haben sich alles gegönnt. Oh. Hallo. Gönn. Oh, verrottete Salami. Schade, die sind nicht geladen, die Waffen von denen. Ich kann die halt nur scrappen, wenn ich zu Hause bin, ne? So, einmal kurz auf Karte gucken, den Marker wegmachen. Wir machen das so, wir gehen hier zuerst hin und danach gehen wir dahin und suchen den alten Mann. Bloß nicht mit denen anlegen. Ich glaube, der hat sich mit Wildschwein angelegt. Und die Wildschweine sind in mein Gesicht gerannt. Dann auf zu Igor, nachdem ich was getrunken habe. Kriegt er erst sein Fleisch und danach krieg ich meinen Kill. Es tut mir leid, dass es so weit kommen musste. Es tut mir so leid. Reicht das, wenn ich in der Nähe bin, oder muss ich wirklich einmal kurz da rein? Es reicht, wenn ich in der Nähe bin. Die haben geschossen. Eventuell kommen die anderen Soldaten angerannt. Können die sich gegenseitig umbringen? Premium-Schokolade. Hm. Das brauche ich, das brauche ich. Bringt euch doch gegenseitig um. Was haben die denn für gute Augen? Dass die mich aus der Entfernung sehen können. Und hier sind ja auch noch diese anderen Soldaten. Weg mit dir. Wart ihr zu dritt? Nein, ihr wart zu zweit. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Einmal diese Injektoren-Dinger und darunter eins, das heilt. Ein Geilo? Einfach nur investigaten. Hier gibt's eh nichts zu holen. So, da ist die Igor-Hütte. Im Bestfall ohne irgendeinen anderen Menschen in der Nähe. Hallo. Ich hab Fleisch für dich. Danke. Tschüss. Ich hab ihn oft genug über den Haufen jetzt geballert, dass ich nicht mal mehr traurig drüber bin. So, und jetzt gehen wir noch zu der Sägemühle. Das Gute ist, der Extraktionspunkt ist auch direkt daneben. Sollte es eskalieren, heißt es einfach direkt Flucht.
Wir machen einen großen Bogen um die da. Es ist dunkel, das ist ein Vorteil. Erstmal noch nicht angreifen. Die Batterien nehme ich mit, wenn ich hier fertig bin. Weg, 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 weg. Okay, der ist tot. Tot. Tod und Verderben für euch. Wenn ich sie einsam finde, kann ich sie ruhig umbringen. Da ist auch irgendwie einer gestorben. Sehr Lichter, wenn sie näher kommen. So, der ist auch tot. Sicherheitshalber nachladen. So, der ist angeschlagen. Wegrennen. Und auch schon nach Licht halten. Und tot. Der hatte nichts bei sich. Ich glaube, ich habe die Mannschaft hier erledigt. Zumindest scheint nicht so, als ob hier noch einer rumrennt. Ne, ich glaube, ich habe hier alle umgebracht. Da hat die Dunkelheit uns gut geholfen. So, bitte lass da gute Heilung drin sein. Da kann ich zumindest nutzen. Wären hier noch welche, wären die schon längst angetanzt. Den brauche ich. Den brauche ich für Einzelteile, die ich herstellen will. Unload und weg damit. Wodka. Ich brauche einen Wodka. Langsam ist in Ordnung, solange ich überlebe. Aber damit ich hier ein bisschen besser looten kann, hier beim Licht lege ich jetzt den Schraubendreher nochmal eben kurz hin. Damit ich hier ein bisschen rumrennen kann. Wir gehen natürlich nicht da rein. Eine Gabel, Wires und das kann ich gut gebrauchen. Ein bisschen Wasser.
Davon brauche ich noch einen. Die liegen ja nix. So, dann haben wir hier alles mitgenommen. Nehmen wir den jetzt mit. Nehmen den Marker weg. Auch den. Setzen hier den Marker. Und vielleicht können wir die Autobatterie noch mitnehmen. Die war, glaube ich, hier drin. Ne, die war einen weiter unten. Boah, die wog 4 Kilo, ne? Lassen wir die hier. Ich habe meine Max-Rate ja gerade erhöht. Über ne, diese eine Spritze. Ich habe das einfach nur gerade gesehen. Können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Ich weiß nicht, wie lange die wirkt. Nehmen wir noch ein paar Waffen mit. Das darfst du mir auch direkt geben. Und tschüss. Ab durch die Mitte. Alles ignorieren. Wir wollen leben. Ja, geschafft. Und wir haben uns sogar noch gutes Zeug mitgebracht. Oh, das hat eine Stunde gedauert. Junge. Wir sind fast tot. So, die Waffen. Würde eigentlich mir mehr bringen, die erstmal zu verkaufen, ne? Ja, die drei verkaufe ich auf jeden Fall wegen massig Geld. Die wird gleich gescrappt. Aber erstmal. Einfach nur, damit die kurz ein Haufen sind. So. Wir haben es. Wir haben endlich eine Waffenstation. Wir können Waffen bzw. Munition schmieden. So. Ein weiterer Hammer und noch mal ein bisschen was davon und wir können da auch noch mal was basteln. Aber erstmal. Was brauche ich denn, um Sachen zu installieren? Ich weiß, dass ich es noch nicht installiert habe. Das will ich ja gerade. Setze ich das einmal auf den Boden? Nee. Wie setze ich das ein? Ja, wo mache ich das denn? You don't have this module installed. Erstmal machen wir, dass dieses Gepoche aufhört. Nacht soll sowieso mal rumgehen. So. Jetzt hört wenigstens dieses Gepoche auf.
die mir schon irgendwo auf dem Wecker. The Lost Convoy habe ich abgeschlossen. Kann ich aber nicht die Munition kriegen, die ich haben will, ne? Ja, nehme ich eine altbewährte. Och, noch mehr. Ja, das kann so nebenbei erledigt werden. 20 Banditen, dann kriege ich irgendeine Waffe. 200 XP. Und 8000 muss ich machen. Muss ich ja schon ordentlich was leisten. Ich mache das jetzt einfach da drüber. So, das wird verkauft. Die Batterien kannst du haben. So, gib her. Wo installiere ich denn jetzt den Mist? Solange ich nicht weiß, wie ich es nutze, lagere ich es ein. Damit es mich nicht stört. Ja, und das ist jetzt, wie gesagt, zum Verkaufen. Aber was muss ich machen, damit ich das Ding installieren kann? Das hier kannst du ja auf jeden Fall haben. Wie installiere ich den Kack? Deine Mission habe ich auch erfüllt. Und zwar beide. Was will ich denn haben? Etwas, was mit einer Sniper kompatibel ist. Das ist mit der Mosin kompatibel. Müsste erst gucken, welche Sniper ich da überhaupt habe. Das nehme ich auf jeden Fall. Kann ich mir jetzt hier eigentlich was kaufen? Ich kann mir einen besseren Rucksack kaufen. Der hätte ich auf jeden Fall mehr Platz. Ein besserer Rucksack klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ist genehmigt. Ergonomie geht ein bisschen runter. Aber deutlich mehr Platz, ne? Was muss ich tun, damit ich das Ding bauen kann? Wo kann ich hier sagen, ich will das bauen? Guck mal, ob ich hier mit irgendeinem Ding interagieren kann. Hier kann ich nur schlafen. Er sucht irgendwas.
Auf jeden Fall das mal genutzt. Und wie installiere ich das denn? Hier stehen meine Relationships. Ah, da muss ich das wahrscheinlich machen, oder? Jetzt kann ich da was machen. Ah. Weiß nicht, wo das herkommt, aber ich nehm's. Ach, wahrscheinlich produziert das das nebenbei, damit ich überhaupt was habe, womit ich hier arbeiten kann. Die Munition würde ich gerne herstellen. Was brauche ich denn dafür? Ganz mit Level 5. Das heißt, kann ich noch nichts machen. Welche Munition fusste meine eine hier? DPS. Genau die hier. Habe ich ein bisschen Munition. Wenn sich das nebenbei dort produziert, dann ist es ja nicht negativ für mich. Warte mal. Dann installiere ich am besten doch auch schon mal andere Sachen. Ich kann nicht alles machen, was ich haben will, ne? Ich will auf jeden Fall eine Küche. Okay. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Ein Bett brauche ich ja so gesehen nicht, oder? Die Infirmary werde ich auf jeden Fall brauchen. Im Workshop will ich auf jeden Fall haben. Und dann würde ich eventuell noch sagen, den Scavenger. Wann wird das hier denn zu Tier 2? Oder crafte ich einfach so ein Ding, um 1 zu erhöhen? Auf jeden Fall dafür tracken, dafür den Recycler, den Workshop wollte ich haben, die Infirmary, Kitchen ist ja schon auf der Liste. Bett ist nicht nötig. Kann ja bei den anderen einfach pennen. Ja, und Storage Boxes können wir ja generell aufwerten, damit wir mehr Platz haben. Haben wir innerhalb einer anderthalb Stunde doch damit schon mal was geleistet. Ist auf jeden Fall mehr als beim letzten Mal.
Okay. Ich brauche ja auf jeden Fall erstmal Munition. Denk mal, ein Paket davon reicht. Let's go. Obwohl, ich hätte gerne mehr Heilung. Hast du eigentlich auch Taft für mich? Ja, elektives Meat. Raw Meat. Das kann ich sogar hier mit dem Laden hier machen. Ich muss das nicht mal außerhalb sammeln. Okay, das ist scheiße, noch eins teuer, das lasse ich. Ich kann einfach hier das Raw Meat mir holen. Dafür muss ich nicht mal raus. Davon brauche ich eins. Weiß gerade nicht für welche Task, aber ich brauche es. Als nächstes würde ich gerne mal auf so eine Armor sparen, einfach damit ich mehr aushalte. Die Hunter Armor klingt ganz gut. Das brauche ich für den Scavenger. Okay. Ich würde sagen, let's go. Und zwar zum Forest. Ja, kloppt ihr euch ruhig. Ich nehme das, was übrig bleibt. Smartphone ist was wert. Den elektrischen Motor würde ich ja eigentlich gerne mal mitnehmen. Der ist bestimmt zumindest Geld wert. Da ist schon mal ein Messer für die Küche. Nimm den mal mit. Wie gesagt, allein schon zum Verkaufen gerne mal. Sind hier oben Leute drin? Nee. Hier ist doch bestimmt Loot. Auf das ich es nicht bereue. Bisher habe ich noch nichts zum Bereuen. Kann ich ein Brot draus machen? Da war eine Armee. Ach, hätte ich mich doch nur mit dem zufrieden gegeben, was ich hatte. Zur Schrotflinte muss ich nochmal sagen, die ist nicht so toll, ne? Die packe ich jetzt weg. Die bringt mir im Fernkampf überhaupt nichts. Und Nahkampf ist halt eine sehr dumme Idee.
So, ich soll die unloaden, bevor ich hier irgendwas in der Waffe verändere. Okay. Ist ein bisschen doof, dass ich genau die Munition nicht machen kann. Brauche ich halt erst den Gunsmith. So, das Ding habe ich mal auseinandergenommen. Ah, das kann ich da nicht dran packen, okay. Nicht da was dran packen? Nee. Okay, jetzt habe ich meine Sniper dabei. Aber wir gehen nicht bei Nacht los. Das kann das Spiel vergessen. Das ist Selbstmord. Gern eigentlich noch eine Milch mit, aber ich habe kein Geld mehr. Hier ist es nicht, hier wird jeden Tag was gemacht. Ach, wird's auch. Ich muss erst mit dem Ding interagieren. Könnte in der Theorie noch ein bisschen Munition mitnehmen. Habe ich irgendwas falsch einsortiert? Ja, habe ich. Nämlich den Scrap. Ich hoffe, ich habe hinterher eine größere Basis, dass ich auch wirklich alles bauen kann. Stimmt ja, die schluckt ja die andere Munition. Die MS. Nee, hier. Die ich noch nicht machen kann.
So, nehme ich halt die Mose mit. Kann ich die wenigstens snippen? Und wenn ich nur neunmal snippen kann, ich kann snippen. Vielleicht läufst du ja mit der Sniper wesentlich besser. Die Sniper, sehr praktisch. Die hören mich auch nicht durch den Schalldämpfer. Müssten jetzt nur halt mal stillhalten. Bitte. So, der ist tot. Die kann man sehr gut nebenbei treffen. Da ist, meine ich, noch einer. Ja, der versteckt sich auch die ganze Zeit hinter dem Stein. So, der ist tot. Hier liegen jetzt auf jeden Fall ein paar Leichen. Ich denke mal, ich habe alle umgebracht, die hier waren. Das nehme ich und das nutze ich. Den Kochtopf brauche ich noch. Hier konnte ich fast alles gebrauchen. Ich kann noch ungefähr 2 Kilo mitnehmen. Eine weitere Waffe wird nichts. Ich nehme jetzt auch mal die Pille hier. Ich habe ein bisschen Radioaktivität nämlich abbekommen. Hier sollte keiner mehr leben. Schalldämpfer sind sehr gut. Den Propan-Tank, den brauche ich. 2 Kilo müsste ich loswerden. Ich habe halt nicht wirklich was, das ich wegwerfen kann. Ich guck noch hier in das Haus und mir die Medikiste an. Das esse ich einfach. Da ist noch einer und ich habe jetzt nicht vor, eine Schlacht anzufangen, vor allem wenn ich so langsam bin. Wir nehmen, was wir haben und verschwinden.
Tschüss. Ich verschwinde hier. Oh, die Sniper hat sich auf jeden Fall so gelohnt. Ich würde mal sagen, mit den Rubits, das habe ich geschafft. 8000 sollte ich machen und ich habe 12000 irgendwie gemacht. Habe ich deine Nebenquest auch abgeschlossen? Ja, habe ich. Ich hätte gern das hier. Wenn du schon so fragst. Survivalist habe ich geschafft. Erst gucken, welche Sniper die andere da jetzt war. Und unter anderem jetzt erstmal hier ein bisschen was einsortieren. Da hat sich der letzte Run noch gelohnt. Vor allem, wo ich es dann jetzt endlich mal geschafft habe. Da fehlt mir ein bisschen Metall. Dafür brauchte ich zweimal den Koffer. Das heißt, einen kann ich verkaufen. Obwohl, ich will das Ding ja auch nochmal aufwerten, ne? Mann, braucht man für die Küche viel. Ich könnte eine weitere Storage machen, aber momentan brauche ich es nicht. Schade, ich kann nichts bauen. Momentan. Da hat sich doch bestimmt was getan, oder? Nee. Ach, ich wollte noch gucken, was die eine Sniper hier war, wegen Scope. Wie heißt die denn? Powers 98. Für die will ich was haben. Nein. Green Laser, das verrät mich doch, wenn ich das nutze. Ansonsten nehme ich für meine eine Waffe, die ich jetzt gerade ausgerüstet habe, was. Wie heißt denn meine eine hier? Obwohl, warte mal, kann ich davon eine bessere Version eventuell mir holen? Das ist ja die, die ich habe. Die Care. Nee. Shotguns sind nicht so geil. Ein 90er Kerl habe ich mir jetzt noch mal gemerkt. Hier nicht drunter. Hier, das ist genau für meine Knarre hier. Nehme ich das. Survival ist 2. Oh, ich krieg wieder ein Storage Upgrade. Ja, da müsste ich noch mal mehr machen. Was fehlt denn hier noch? Wir haben 3 Leiter, 2 Zippos, wahrscheinlich die Matches fehlen. Also die Streichhölzer. Wer von euch wollte das Fleisch? Ich glaube, du hier unten wolltest das.
Dann nehme ich direkt das hier. Ah, 4 Feuerquests jetzt für die. Und 10 Hasenfell. Den Hasenfell, das finde ich jetzt nicht so geil. Habe ich sonst noch irgendeine Quest fertig? Sawmill muss ich noch abgeben. Der gibt mir noch mal dasselbe, was mir der andere auch schon gegeben hat, ne? Nehme ich diesmal, was das für alle Waffen ist. Nicht den Laser, der ist, glaube ich, kontraproduktiv. Ich nehme den Vorgriff. Okay, einen USB-Stick. Wenn ich jetzt eigentlich. Nee. Ich weiß nur, ob ich den jetzt beitreten darf. Kann ich bei euch wenigstens jetzt die gute Munition kaufen? Ja, kann ich. Her damit. Ist genau für meine gute Sniper. Obwohl die Mosin gerade auch sehr gut ist. Als nächstes wollte ich eigentlich so eine Rüstung, ne? Night Vision. Klingt halt auch nice. Klingt wesentlich besser als hier die Taschenlampe, die ich auf dem Kopf trage. Weil die würde kein Licht machen. Kann ich irgendwas gut verkaufen? Ja, das Smartphone noch. Erstmal, What Weapons? Dich kann ich um einen verbessern. So. Dich kann ich wahrscheinlich nicht verbessern. Obwohl doch, jetzt kann ich da das draufpacken. Die ist ja wesentlich besser als die andere. So, hier nehmen wir den weg. Und packen den Schalldämpfer auf die hier drauf. Hundert muss ich übrig lassen, merke ich mir. Habe ich noch mal ein bisschen Munition? Ich könnte mir ein paar Bandagen machen. Da brauche ich halt Wasser für die Guten. Hallo Grim, hallo. So, jetzt haben wir mal ein paar gute Bandagen. Das müssen wir noch sticken. Das ist was wert. Das verkaufe ich. Das Ding ist müh. Genau genommen spiele ich ein Survival Game. Muss ich gerade überlegen, was ich verkaufe. Ich will auf 9000 kommen. Von denen kann ich einen verkaufen. Und die Röhrchen, die wollte ich hier unten reinpacken.
Okay, ich habe meine 9000. Bloß, dass ich das hier eigentlich verkaufen kann. Weil jetzt hole ich mir die Nachtgläser. Also die Night Vision. Das wird schon mal ein erheblicher Vorteil sein. Dann kann ich auch ruhig nachts rumrennen. Wenn ich dann eben nachts sehen kann. Okay, die Lichter sieht man blau und alles dunkle. Ich müsste mal in einen komplett dunklen Bereich gehen. Da ist ein bisschen dunkel. Man sieht auf jeden Fall sehr gut was. Auch wenn es ein bisschen frimmelig ist, man sieht was. Und das Gute ist, jetzt sind es keine Lichter mehr, die mich verraten. Worth it. Warum will ich die Dinger da jetzt gerade einlagern? Medizin kann man eigentlich nie genug dabei haben. Das Ding wollte ich einlagern. Den Griff. Kann ich nämlich, glaube ich, nirgendwo dran packen. Kann ich eigentlich den Scope von der einen Waffe runternehmen und auf die andere packen? Nee, die geht nur bei der Mosin. Aber ich habe jetzt eine gute Sniper. Zwar kein Zoom, aber sehr praktisch. Wo die andere gerade sogar einen Damage mehr hat. Aber für die kann ich die Munition wenigstens kaufen. Doch, Wasser haben wir jetzt auch. Der Char ist eh müde. Der kann sich jetzt hinlegen. Das war nicht das Bett. Jetzt kann ich die Nacht ja zu meinem Vorteil nutzen mit dem Nachtsichtgerät. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal so langsam für heute Schluss. Haben ja schon was erreicht. Kann ich hier was abholen? Nö. Also, wir haben jetzt hier dieses Ammo-Ding. Wir haben jetzt eine gute Sniper. Wir können jetzt auch die Munition dafür haben. Wir haben ein Nachtsichtgerät. Wir haben einige Missionen abgeschlossen. Wir haben heute auf jeden Fall was erreicht. Warte mal. Musste ich nicht irgendwo abspeichern oder. Nee, ich meine, das macht er automatisch. Ja, hier, 5 Stunden hat er jetzt. Okay, Leute. Wie gesagt, war ein interessanter Stream. Bin heute überhaupt nicht gestorben. Nein, ich bin so, glaube ich, um die 100 Mal heute gestorben. Bin ungefähr so oft gestorben, wie Ghosty es normalerweise bei Walkios tut. Man stirbt bei diesem Spiel aber auch extrem schnell. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, auch die Nachtügler, ein Follow auf Twitch, ein Abo und ein Like auf YouTube, weil ich das ja auch noch auf YouTube hochlade. Von YouTube verabschiede ich mich hier auf jeden Fall schon mal.